folgen ihr weiterhin. Oh, das sieht so schön aus. Das ist so toll. Also sie schwimmt noch ein bisschen unbeholfen, muss ich sagen. Aber ansonsten, das ist einfach nur klasse. Und ich muss sagen, der Meerjungfrauenschwanz ist auch richtig, richtig schön hinbekommen. Hallöchen, ich bin eine Meerjungfrau. Schade. Elementarwesen verboten. Outfits? Outfit ändern? Okay. Das ist das aktuelle Outfit. Haben wir da jetzt eine andere Farbe? Nee, oder? Hä? Warum ist sie denn jetzt nicht mehr Meerjungfrau? Hm. Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen. Aber ich würde sowieso sagen, dass wir jetzt mal langsam aber sicher wieder nach Hause gehen. Nee, nicht Tierklinik. Ich wollte eigentlich reisen. Was machst du denn? Du sollst reisen. The Pony! Ja. Ach so, du kannst auch vorher die... Nee, du kannst... Hallo, stopp. Hallo? Nein. Du kannst vorher die Toiletten benutzen, bitte. Nein, du sollst immer noch die Toiletten benutzen. Da gibt es keine Warteschlange. Wir haben nachts um 2:30. Hallo. Toiletten? Welt platzieren. Augen. Also wenn ihr jetzt die Toilette nicht benutzt, dann müssen wir wirklich abhauen. Na gut, okay, du kriegst es einfach nicht auf die Reihe, die Toiletten zu benutzen. Dann fahren wir jetzt einfach nach Hause. Und dann kannst du da auf Toilette gehen. Hast jetzt davon. So. So, warum stehen die jetzt alle hier wie blöde rum? Leute, habt ihr nichts zu tun? Nee, du gehst jetzt nicht auf Toilette. Warum hat sie jetzt ihre Sportklamotten an? Mädel? Bist du den ganzen Weg jetzt gejoggt oder wie verstehe ich das jetzt? So, wir haben 400. Da können wir natürlich nicht so viel mit dem Haus machen. Oh, was ist denn hier schon wieder passiert? Leute, so geht das jetzt aber nicht hier. Was ist das denn? Wo ist denn die Katze überhaupt? Ach, die hat auch noch Hunger. Oh. So, alle, keine Ahnung, 3 Stunden kriegst du was zu fressen? Ist das zu viel für die Katze? Ich weiß es nicht. So, das kann ich auch nicht sauber machen. So, was ist mit ihr? Outfit. Ich weiß nicht, warum die jetzt dieses komische Outfit trägt, anstatt ihr normales Outfit. Genau, so. Okay, Leute, ihr müsst jetzt auch bald wieder ins Bett gehen, ne? Das wisst ihr schon. So, nein, ich wollte eigentlich Fähigkeiten, Karriere... da sind die Bedürfnisse, genau. Schätzelein. Wir sind ja immerhin verheiratet. Soll ich dir davon erzählen, dass ich jetzt eine Meerjungfrau geworden bin? Die Babys möchte ich jetzt nicht machen. Obwohl, vielleicht kommen da kleine Meerjungfrauen raus, wer weiß. Warum fühlst du dich unwohl? Ja, warum gehst du denn nicht auf Toilette? Mushka Harpene.
Gibt's jetzt ein Techtelmechtel in der Küche? Nee, oder? Diese. Sie ist abhängig von ihm. Sie rennt da so komisch hinterher. Okay. Die schönste Abendbeschäftigung. Er sitzt auf dem Klo, der Bruder, und sie gehen zusammen ins Bett. Okay, also ich wechsle mal zu ihm rüber. Ja, bei ihm sieht es eigentlich auch recht gut aus. Hat er jetzt der Katze das mit dem Zeitplan reingemacht? Doch, 3 Stunden hat er reingemacht. Obwohl, eigentlich ist es Blödsinn, weil 6 Stunden sind ja eigentlich richtig. Ess ruhig noch was. Die werden zwar danach wahrscheinlich hungrig sein. Er hatte gerade Sex mit seiner Frau und denkt danach an grüne Eidechsen. Das finde ich jetzt irgendwie etwas verstörend, muss ich sagen. Ja. Du darfst das auch gerne etwas schneller essen, Junge. Ich würde auch sagen, dass du dich mal bald ins Bett legst. Oder willst du mit ihm noch ein bisschen sprechen? Der soll nicht kokett sein? Das ist der Bruder von seiner Freundin. Flurba? Uvene, Sepano. Jimene. Arshadazio. Rabla. Payfin Quofi. Ist das jetzt euer Ernst? Sie ist jetzt da hinten, versucht gerade zu schlafen und ihr seid jetzt hier einfach, setzt euch aufs Bett und seid am Labern. So, was wir auf jeden Fall brauchen, weil die haben ja alle keinen Spaß. Wir haben noch nicht mal einen Fernseher hier, das geht ja gar nicht. Okay, also ihr seid beschäftigt. Ja, jetzt müssen ja erstmal die grundsätzlichen Dinge müssen jetzt erstmal her. TV. Konnte ich nach TV? TV in Fernseher, genau. Genau, wir nehmen den Kinderfernseher von Pengu Vision. Der ist zumindest günstig. Okay, die sind alle doch sehr teuer, muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wir nehmen wirklich den Kinderfernseher. Oder wir lassen das erstmal sein mit dem... Aber den Fernsehtisch könnten wir theoretisch schon kaufen. Ja, ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Dann Musik. Entweder... Gut, eine Stereoanlage ist jetzt noch nicht so teuer. Was ich aber überlegen war, eine Gitarre, weil er ja sehr für... Gitarre in Kreativ. Oh, 600 kostet die. Leckt mich. Körperliche Aktivitäten sind natürlich auch nicht schlecht. Aber ja, Gitarre ist dann natürlich so ein bisschen... da müssen wir noch ein bisschen für sparen, ne? Was habe ich gesagt? 600. Obwohl, naja, wenn die einmal noch arbeiten gehen, das ist auf jeden Fall besser als eine CD, weil dann könnte er auf jeden Fall seine Fähigkeiten ausbauen. Ich würde sagen, das mache ich so. Ich überspringe jetzt einfach mal hier diesen ganzen Kram. Lass die jetzt einfach mal, wobei, hallo, einer muss mal eben das Katzenklo bitte säubern. Oh, das ging jetzt sehr schnell. Ich überspringe das Ganze einfach mal und warte jetzt auf den nächsten Morgen, sodass Morgana dann auch wieder ausgeruht ist. So, ich habe gerade was ganz anderes gesehen. Dass er dienstags ja gar nicht arbeiten gehen muss. Ja, das ist doch perfekt. Dann kann ich mit ihm ja theoretisch auch rausgehen. Hast du jetzt auch noch Hunger bekommen gerade? Moment. Wir machen das hier mal ein bisschen schneller. Okay, du hast Hunger bekommen. Dann isst dir jetzt noch schnell was. Aber bitte wirklich schnell, weil ich möchte nämlich mit dir so ein bisschen die Gegend erkunden. Ja, komm, zackig. Das ist toll, dass du energiegeladen bist, aber es wäre schön, wenn du auch was essen würdest. Okay, er hat es auf jeden Fall sauber gemacht. Das ist schon mal sehr schön. So, dann gehen wir jetzt erstmal reisen. Nein, ich möchte alleine reisen. Haben wir denn hier irgendwo einen Platz, wo er vielleicht angeln kann oder so?
Das sieht mir so nach Surfen aus. eingebettetes Fischerdorf. Oh, okay. Sandbar, Strand, Lagunenausblick. Das sind die... Ja, ich würde sagen, da gehen wir doch mal direkt zu der Bar hin, ne? So. Oh, Revolve. Wunderbar. Oh, das sieht richtig, richtig schön aus. Wenn ich mir vorstelle, dass man das jetzt theoretisch auch alles machen könnte. Ja, sei mal freundlich. Stell dich mal freundlich bei ihm vor. Richtig schöne Bar. Aber hier nicht mit den fremden Mädels flirten, ne? Das ist doch klar. Ist aber schon älter, oder? Ja, die sieht schon älter aus. Ja, da ist das okay. Bimbus! Hobie Ray's Sores Soft Lozane. Bonashork. Ach, ist das nicht der Angler? Yusuf. Inabush Kishushi. Flindar. Dag. Muskaplabo and Tree. Wieso ist der wütend? Sawada. By Yib to him. Yakana. Mispa Krosh. Biru Scanners. Galar. Denise. Shoot 7-8. Stop there. Ich hoffe, der ist jetzt nicht wütend auf uns. Quiet in Bayumi. Hey, Yoon. Big Kampa. Bibolo, ne boy. Narbel Saf. Luchi. Junge, warum bist du so wütend? Jake hat folgende Merkmale kennengelernt. Er ist ein Vielfraß, okay. Jetzt haut er einfach ab. Dann stelle ich mich dir mal, was auch immer, freundlich vor. Guten Tag. Sie ist irgendwie auch wütend. Warum sind hier alle wütend? Grissy. Hina Bixma, huh? No but. Bonnie Nana Fweezer, huh? Liebe. Yalik Leute, warum mögt ihr den alle nicht? Chub Basel, Samso. Also unser Jake kommt hier irgendwie so überhaupt nicht gut an. Ich weiß gar nicht warum. Sie ist glücklich, immerhin. Da kann man ja mal nach dem Tag fragen. Robes Vera? Move my doors up. Ah, chul, chul. Henbei? You been? Yishla Henbei? Uh-huh. Oh, so, oh, Saba! Shomba Falaru. Zubao Plefaya. Okay, neue Angelspezies? Also Fischspezies? Aquanario. Iba Deso. Lami Noob. Uxapa. Kalad on the shore. So, komm. Da war doch gerade noch kennenlernen. Ja, super. Jiffa! Arpanaya, Bon and Grabe. So, so! Whippasu, Plingo. Rogaba! Also, er unterhält sich hier eigentlich mal schon mal ganz nett. Zumindest mit der jungen Dame gerade. Was ist das denn hier? Training? Okay. Hier gibt es Zitronen zu kaufen, okay. Was ist das denn? Lass uns mal hier hingehen. Vergiss das Training. Vergiss das Training. Komm mal nach hier. Was geht denn hier ab? Ein bisschen schneller, mein Junge. Wo ist er denn? Hallo? Was machst du denn? Du sollst hier hingehen.
Nicht dumm da rumstehen. Soll sich auch nicht dehnen? Was soll denn der Quatsch? Du sollst auch nicht fremden Weibern hinterher starren. Du sollst endlich dahin gehen. Sag mal. Ist der wirklich zu doof dazu? Hängt der jetzt hier fest oder was? Komm, alles weg hier. Geh mal hier hin. Hallo. Er will nicht mehr. Nein. Was geht denn jetzt ab? Hilfe. Reise. Hallo? Reisen will der auch nicht mehr. Ja, immer noch alleine. Okay. Leute, wir haben ein Problem. Er ist zwar glücklich, keine Ahnung warum, aber er möchte nicht reisen oder sonst irgendwie sich bewegen. Das ist nicht gut. Kontrolle auf Morgana umschalten. Machen wir das mal einfach. Vielleicht geht das dann ja wieder raus. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Bug ist, dass er jetzt überhaupt nichts macht. Glücklichkeitsmerkmal. Ein gut... befördert worden. Ja, das ist doch schön. Da gehen wir doch direkt mal... einkaufen. Wir gehen mal in zur Elektronik. Bei der Elektronik war es nicht. Das war bei... Wie nennt sich das? Aktivitäten. Genau, da können wir auch rein. So... das ist aber nicht... Das war eigentlich die Gitarre. Das ist eine Geige. Das wäre natürlich auch geil gewesen. Ich denke mal, er ist eher so der Gitarrentyp, oder? Er kann auch beides lernen. Also wir gucken erstmal, dass wir uns eine Gitarre holen. Schade, die haben nicht so eine feuerrote. Ja gut, kriegt er so eine Anfängergitarre einfach. Die bekommt er eigentlich in sein Zimmer. Ich stelle jetzt erstmal so hier auf dem Weg hin. So, wir machen sein Zimmer auch mal ein bisschen größer. Nein, ach. Mist. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich gerade das Bild drehen. Ihr Schweine. Jetzt habe ich hier unnötig Geld ausgegeben. So, darf ich jetzt wieder? Okay. Eigentlich braucht er nicht so eine hässliche Kommode, ne? Eigentlich, wie ging das nochmal mit den Sachen verkaufen? Ich habe es bisher ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Vorschlaghammer. Vorschlaghammer ist aber nicht verkaufen, oder? Doch! Okay, das ist auch verkaufen. Sehr gut. Nein, nein, ich will auch nichts löschen, keine Sorge. So, dann stellen wir die Gitarre mal so ein bisschen hier in sein Zimmer rein. Und ja, das ist natürlich richtig, richtig teuer. Wieso habe ich jetzt so viel Geld? Hä? Immer noch 1000, obwohl ich die Gitarre schon gekauft habe? What? Okay, dann gucken wir doch direkt auch nochmal nach dem Fernseher, würde ich mal sagen. Obwohl der war, ja doch, die normalen, ah nee, 1400 für einen Flachbildfernseher. Okay, die sind dann doch etwas teurer. Ich würde aber eigentlich sagen, ich meine gut, die sind natürlich, das sind natürlich Naturliebhaber, also eigentlich brauchen sie ja keinen Fernseher. Was wir aber ganz, ganz dringend brauchen, sind auf jeden Fall Fenster. Das war die Wandmuster. So ganz große, offene Fenster, damit die da wirklich... Ich hatte da doch sowas Schönes gesehen zuletzt. Spiegelfenster. Achso, Moment. Dazu muss ich die Polizeikarriere freischalten, okay. Oh, die sind schön. Die sind richtig schön. Kann man da...
Das ist ein bisschen blöd. Da müssten wir das eigentlich ein bisschen größer machen. Ich mache jetzt da erstmal ein so ein Fenster rein. Dann ja gut, er braucht es jetzt nicht unbedingt. Das Badezimmer wäre vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee, wenn wir da jetzt so ein Fenster reinmachen würden. Aber hier könnten wir... Oh, ich gebe gerade so schön viel Geld aus, fällt mir gerade auf. Hier könnten wir auf jeden Fall zwei schöne große Fenster machen. So, den Rest sparen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen. Dann haben die aber auf jeden Fall so ein bisschen Ausblick, weil das brauchen die ja auch. So, jetzt schalte ich nochmal eben zurück zu ihm. Oder auch nicht. Moment. Hallo? Tut sich gerade doch was, okay. Aber ich kann nicht auf ihn umschalten. Also ich weiß nicht, was das ist. Ich würde sagen, ich logge mich mal einfach aus, beziehungsweise... Nee, brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich kann ja mit der Morgana dahin. Ich hoffe, sie backt dann nicht auch rum, weil das wäre natürlich sehr, sehr schade. Wir könnten ja eigentlich mal die Nachbarin anrufen und die einfach mitnehmen. Genau. Das wäre doch auch mal eine coole Idee. Und dann gehen wir einfach zur Sandbar. Achso, ich habe eben Strandbar gelesen. Hey, hi. Lass uns ein bisschen tratschen. Glaive, Narza. Oh, Jonga. Room, Ina. So, und dann lass uns mal zusammen. Ich hoffe, die sind überhaupt noch da. Wo sind die denn jetzt hin? Ach, hier unten, okay. Lass uns mal zusammen nach hier oben gehen. Zusammen hingehen, genau. Oh, bitte lass die wirklich da hingehen. Obwohl, er steht jetzt nicht mehr hier. Das ist jetzt auch seltsam. Ah, yes. Morgan hat folgende Merkmale von Layla kennengelernt. Sie ist kreativ, tollpatschig und liebt die Natur. Ah, das wird noch ihre beste Freundin. Ich sehe es kommen. Auf jeden Fall. Leute, das ist ein Fest. Ach, hier ist er jetzt auf einmal. Das ist ein Fest hier. Ich wollte dich eigentlich noch was kennenlernen. Fitnesstechniken. Ja klar, lass uns über Fitnesstechniken reden. Und von der Natur schwärmen, wollte ich gerade sagen. Und sie fängt hier mit Fast Food an. Kann ich da was machen? Feuerfarbe? Brennstoff. Okay, Feuertanz. Cool. Kitsune? Kids. Collect, serve. Sambas. Baby. Woohoo! Yeah! Fast. Fast, fast. Aber du hast es schon gut drauf. Oh no? Yeah, bist zwar die Einzige, die tanzt, aber ist ja nicht schlimm. Yeah. Was kann man denn nochmal spielen? Boah, ich muss erstmal klarkommen, dass sich die Kameraperspektive mal ändert. Oh. Hallo? Was ist jetzt passiert? Nein! Leute, geht doch nicht alle weg!
Nein. Oh, aber die fanden das ganz toll. Ist das nicht ein tolles Traumpaar? Oh, wie süß. Hanna. Anfangs hat sich das jetzt irgendwie pervers angehört. Gut, wir schauen mal, was ist das denn? Festessen kann man kochen, okay. Kann man ihm denn auch sagen, oh, ewige Liebe erklären? Ibahana, Galko, Narav Shosha Franch. Schwabi, Kenny Fazirk, Dempsey Sarb. Aber irgendwie ist das sehr albern mit der ewigen Liebe. Muchi Pichi, go on. Sawada Abimi. Efu Kemba. Doba. Namsapona. Ah, schade, man kann ihm nicht erklären, dass man eine Meerjungfrau ist. Ich würde sagen, können wir ihn denn nicht irgendwo mit zum Schwimmen nehmen? Hier muss irgendwo Wasser sein. So, hier. Schwimmen mit ihm natürlich. Zack. So, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Dass er das da mitbekommt. Hallo? Hallo Möwen. Kommt er denn jetzt auch wirklich mit schwimmen oder ist er jetzt unterwegs am Einschlafen? Das kann natürlich auch sein. Wo ist er? Sie ist schon mal so ein bisschen für die Wasserolympiade am Üben. Ja, sie schwimmt einfach mal so durch die Boote durch. Auch nicht schlecht. Kommt er denn jetzt auch mal ins Wasser? Dieser Feigling. Geh doch einfach ins Wasser und lass laufen. Nein, das wollen wir natürlich alle nicht. Was macht der denn jetzt da hinten? Ah, er geht wohl doch ins Wasser. Aktionen Runde bilden. Okay, das kenne ich jetzt gar nicht. Bleib doch mal stehen, Mann. So. Nee, ich will aber nicht ihn haben. Ich will einfach nur auf ihn zeigen. Ja, toll. Jetzt will sie ihn umarmen. Jetzt geht er aus dem Wasser raus. Ich glaube es ja nicht. Ey, Schatz, ich bin eine Meerjungfrau. Guck mal, was ich alles kann. Ja, ist okay. Wir sollten wieder zurückreisen. Wir nehmen ihn jetzt mit. Ich bin eine waschechte Meerjungfrau geworden, Schatz. Aber das interessiert dich nicht. So, wir reisen jetzt erstmal wieder zurück.
Damit wir uns jetzt hier wieder darauf einstellen können, dass wir ja auch bald ins Bettchen müssen. Einige müssen ja morgen wieder arbeiten, andere haben Hunger, so wie sie jetzt gerade, die Morgana. Und ich würde sagen, mit diesen gemütlichen Szenen... hat jemand da jetzt Essen für die Katze hingestellt, oder wie? Wollt ihr mich veräppeln? Paprika? Tomaten, glaube ich, sind noch dabei. Hallo? Ja, jetzt muss er natürlich auch immer noch ganz dringend auf Toilette. Super. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, mit diesen gemütlichen... Junge. Oh, Moment. Halt, stopp. Was ist denn da jetzt passiert? Oh Gott. Wo ist denn jetzt die... Ach so, nee, ich bin jetzt nicht im Baumenü. Also erstmal, das Bett hat sich verschoben, aber wo ist denn jetzt die Tür hin? Ist die jetzt weggekommen durch die ganze Sache eben? Das ist jetzt natürlich richtig Mist. Müssen wir jetzt noch eine kaufen? Die anderen Türen... Ja, okay, da ist ein Türrahmen drin. Aber die anderen Türen, die sind alle noch drin. Okay. Das ist jetzt aber, ja, echt seltsam. Du legst dich jetzt erstmal bei dir ins Bett rein. Und kann dein, was ist denn das? Schwager, glaube ich, ne? Der Bruder von deiner Frau. Hallo, ich will nicht anhalten. Kann sonst nämlich nicht schlafen, du Vollhonk, du. Aber ich dachte, du wolltest erstmal auf Toilette gehen. Stopp, stopp. Geh erst auf Toilette. Es ist viel wichtiger und geht viel schneller. So, und du? Keine Ahnung. Nimmst den Snack. Ein Joghurt. So, und danach darfst du dann auch schlafen gehen. So, siehst du, jetzt ist deine Blase schon mal gut geleert. Jetzt kannst du ganz schnell ins Bett gehen und schlafen. So, jetzt kann ich aber wirklich sagen, mit diesen, nach Szenen zu nachttreibender Zeit verabschiede ich mich auf jeden Fall erstmal für heute. Und dann schauen wir mal, was wir dann morgen früh alles mit der Morgana wieder anstellen können. Bis dann. Ciao.